Hallo Sven vom Kanal ESA96, das wird eine Videoantwort, aber auch an euch alle Messerinteressierte oder welche mit Messerspleen. Die Frage, die gestellt war, ging in Bezug auf Messerdesign unsere Gedanken. Bei mir hat es früher angefangen mit Victorinox, dass die Funktionalität einfach so wichtig für mich war. Und je mehr Werkzeuge, desto besser. Aber inzwischen, auch wenn ich mein Champion unheimlich gern habe, finde ich, dass diese Alux-Farben eben auch in Rot aus dem Jahre 2018, dass die irgendwie das Messer voll aufwerten. Sieht einfach viel hochwertiger aus. Was ich sehr, sehr praktisch finde, ist, dass die Bohrahle vom Zentrum weg nach außen versetzt ist und damit beim Bohren eben nicht so einklappt. Und damit wären wir eigentlich schon bei einer Hauptaussage: Messer müssen für mich funktionieren. Das ist nicht immer der Fall und oft löse ich mich dann auch wieder von Messern, aber so ein Messer funktioniert und sieht dabei noch schick aus. Also wenn man sowas rausholt, das ist auch, wie man so schön sagt, sozialverträglich oder gesellschaftlich voll akzeptiert. So eine Zwischensache, finde ich, sind die Udopokus. Gewinnen jetzt nicht unbedingt Schönheitswettbewerbe, aber funktionieren. Und Udo hat darüber wirklich genug Videos gemacht, warum sie funktionieren. Der eingebaute Fingerschutz hier, dass man sich nicht schneidet. Oft hat er eine Art Daumenrampe statt Jimping, dass man gut den Daumen auflegen kann. Und dadurch, dass der Fingerschutz so nah an der Schneide ist, kann man die Kraft gut übertragen. Also das ist schon ein Designelement, was für die Funktion sehr wichtig ist. Dann hat er ein Element, dass er versucht, alles so miteinander zu verschweißen, dass es eben keine Sollbruchstellen gibt. Der Teng geht bis hinten hindurch, beziehungsweise hier macht er so ein Halbloch rein und umwickelt es dann, dass es auch noch eine Möglichkeit gibt für ein Lanyard. Kydex hat den Nachteil, dass es leichte Schleifspuren hinterlässt, minimale, aber ist dafür als von der Funktion her, man hört es eigentlich, es wird gehalten durch diesen Anpressdruck und nicht durch einen Klick, was sehr vorteilhaft ist. Das Ganze noch mal ein bisschen in extremer, weil kleiner ist dieses Messer mit der Scharfußklinge. Auch wiederum, ich sag's immer gern, ich gehe hier gerne in den Fingerschutz mit dem Mittelfinger, nehme den Daumen hier drauf, den Zeigefinger und habe schön für ziehende Schnitte. Es funktioniert einfach, so ein Messer. Ursprünglich auf diesen Spleen, dass ich diese Art von Fingerschutz gerne mag, bin ich eigentlich gekommen durch das Muela Cobra, was ich mal von einem spanisch sprechenden Abonnenten gewonnen habe. Und erst neulich habe ich so einen kleinen Skinner gefunden und der hat ganz ähnliche Aspekte, eben hier diesen Finger. Hier ist er jetzt mit 6 mm recht kurz gehalten, also er dürfte nicht kürzer sein bei mir. Mit einer sehr bauchig gehaltenen Klinge, dadurch kann man wiederum auch so haltend schön hohl schaben. Ist halt wie bei den Skinnern üblich. Und für mich hat Leder, Stahl, Horn, Knochen, Holz hat einfach eine totale Anziehungskraft, was für das Design halt
wichtig ist. Deswegen hatte ich auch mein Lieblings-Bushcraft-Messer damals mit diesem Holzgriff ausstatten lassen und habe mir die Lederscheide dazu genäht. Da bin ich heute noch meinem Vater dankbar, der mich dazu motiviert hat und animiert hat. Ja, und eben aktuell immer noch im Dauertest das Irkutsky oder Jakut-Messer. Es muss funktionieren. Und das tut dieses hier, wie man auch an den Gebrauchsspuren sieht, besonders. Das hat eine einseitig ballig geschliffene Klinge, auf der anderen Seite also absolut plan, wodurch das Abhebeln von Spänen richtig kontrollierbar machbar ist. Hier gibt es gar keinen Fingerguard, aber dafür ist der Griff richtig schön bauchig. Es muss einfach funktionieren, das ist einfach die Grunddevise bei der Sache. Und insofern habe ich richtig Glück gehabt, dass Lepus, liebe Lepus, mir im Grunde auf einen Pappentwurf und dann Holz 3D-Modell hin diese quasi Cobra-Design-mäßige Sache umgesetzt hat. Aber das habe ich schon oft genug erwähnt. Und dann gibt es einfach so auch so experimentelle Sachen. Das war so ein Teil, habe ich mir auch so eine Art Kiridashi gemacht. Das hat Lebus noch geschmiedet und funktioniert. Manchmal braucht man wirklich nicht mehr als 2 cm Klinge. Das ist noch ein Projekt, aber mir fehlt die entsprechende Feile und mit der Diamantscheibe ist es so langwierig, auf zeitaufwendig, bis ich da genau den Schneidwinkel drin habe. Wird ein Hackmesser. Und hier auch recht experimentell, aber ich wollte mal am Griff so richtig rumexperimentieren. Den viel bauchiger, als er vielleicht sonst üblich ist, machen. Und liegt dadurch in meinen kleinen Händen super füllig in der Hand. Und wenn jetzt jemand meckert, das ist über 12 cm vom Ricasso, kein Problem. Ist es experimentell, dann kann ich hier nochmal 3-4 mm abnehmen. Udo hat mir dazu diese Kydex quasi Steckscheide gemacht. Damit ist es durchstecksicher. Ja, also so viel zu dem Thema. Und jetzt liegt noch ein Messer da, das ich auch noch behandeln will. Grundsätzlich, ihr kennt es an dem Furagier, dass ich den Flipper wegmache, weil ich das einfach störend finde, wenn da oben sowas rausragt, wie so ein Dromedarhöcker. Genauso oft empfinde ich es als störend, wenn Klingen so einen Pin haben, Daumenpin, oder hier ein großes Loch als Dreckfinger. Deswegen montiere ich die ab. Bei diesem Messer hingegen muss ich sagen, empfinde ich den Daumenpin als Designelement durchaus passend zum Jimping und deswegen werde ich den auch wieder anmontieren. Und die Teil an der ganzen Sache ist, das Loch ist hier einseitig abgeflacht, sodass der Daumenpin nur in eine Richtung reinpasst. Einfach kleines Element und auf der anderen Seite ist das Messer dann, okay, ich muss die Torx-Schraube noch reinmachen, ist das dann einfach clean, also gut zu säubern. Jo, ich mag auch so moderne Elemente, Titan, Mikata, wenn es trotzdem irgendwie so ein bisschen traditionell anmutet. Was ich noch gemacht habe, ist, ich habe den Clip umgesetzt, weil ich es doch so lieber gerne in der Tasche trage und wenn ich es dann rausnehme, ich nehme es dann halt raus und dann habe ich es gleich einsatzbereit. Ja, also, ich mag gerne wiederholen, was Stefan sagt.
All Knives are great. Und wie, ich glaube, das war der Bernhard Hofbauer, sagte, Messer müssen funktionieren. Und damit verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss.